Wir sind immer noch beim Wasser, Rad und Spitzstachel Rätselspaß in Der Drache und der Prinz. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Unter Wasser Pfeile reinjagen ist nicht. Das merkt man hier. Also die Option brauchen wir gar nicht weiter überdenken. Warum kann man hier... hier treiben wir den Mist da unten wieder an. Problem, wenn ich jetzt das Wasser wieder ablasse, wie komme ich dann hier hoch? Ist ja jetzt offen, stimmt, ich habe ja aufgemacht. Dann geht's für uns gleich wieder runter. Aber die Verbindung ist schon mal gut, die wir hier gemacht haben. Und auch hier funktioniert der Schwalbesprung. Man kann Wasser mit dem Hebel rauslassen und mit dem Wasserrad wieder reinlassen. Jetzt bringen wir Drehmoment hier drauf, dann geht das da hinten hoch und dann haben wir da oben auch eine Kurbel drauf. So. Ich mag irgendwie die Rätsel in Tomb Raider Man hat. Was? Hier ist gar nichts mehr drauf. Man hat nicht mehrere Optionen, wo man ausprobieren muss. Man hat eigentlich bloß einen Weg. Man muss halt bloß zu diesem Weg finden. Es ist nicht so, dass du drei Schalter hast. Die musst du einfach durch alle Möglichkeiten kombinieren. Nee, hier musst du einfach gucken. Spielmechanik und dann gucken, was gegeben ist und wie kannst du das umsetzen. Aber warum dreht sich der Spaß gerade nicht? Na egal, Wasser ist weg, dann machen wir es anders. Ach, hier ist was drauf. Ach Mist. Ich wollte so drauf schießen auf das Ding, damit wir hier oben... Ach stimmt, ach, das Ding dreht sich jetzt. Okay. Nicht, dass da hinten... Ich hätte gedacht, da hinten drehen, muss ich jetzt drehen. Was auch nicht geht, dass zwei Seile an einem Pfosten sind. Also, jetzt hier da runter und von hier nach da was anbringen geht nicht. Da wird wieder eins verschwinden. Aber warum geht das nicht nur, weil wir von der falschen Seite angreifen? Nein. Oh doch. Jetzt dreht sich es aber da unten nicht mehr. Ist auch gar kein Pfeil. Kein Seil. Hä? Ich gehe nochmal runter. Ist gar keine Verbindung nach oben, sehe ich gerade. Mist. Okay. Wenn wir jetzt wieder fluten, sind wir ja beim Folgenbeginn. Gibt es eben bloß das da. Wir können das schon mal miteinander verbinden. Geht wohl nicht, oder wie? Muss doch gehen, ansonsten kommen wir hier zu gar nichts. Lara will es bloß ziehen. Sie denkt gar nicht dran, das hier zu verbinden. Stepp. Aber was macht das?
Aber wozu ist das Ding eigentlich da? Werden wir bestimmt gleich noch herausfinden. Hier will sie auch wieder bloß ziehen. Das lässt sich sogar bewegen. Hält nicht lange. Warum hält denn das nicht so lange, weil es weit weg ist, oder wie? Aber hier hält es ja auch nicht. Ist da unten irgendwas Nützliches rausgekullert? Ach, wieder fluten und dann da ran. Okay. Zu gefährlich. Boah, so viel Wasser kommt jetzt rein. Na gut, wir müssen noch zum Hebel. Aua, aua. Ich tauche lieber nochmal auf. Wir können jetzt schon weiter. Das sieht bloß zum Wasser ablassen. Glaube ich mal. Versteht die Rolle immer noch nicht. Kommt vielleicht noch. Ist hier eine, wir müssen uns dann. Da können wir uns rüber sein? Ne, hier ist nichts. Hm. Hier sieht's aber schick aus. Ach, verfaultes Essen. Aber schickes, verfaultes Essen. Trinity. Wie kommen die in diese Höhle? Der Schlüssel passt. Vielleicht liegt die Antwort da drin. Erst mal reinstecken, gucken, ob er dann passt. Steinkoffer. Sairi, hier ist etwas Nahrung zur Verteilung an unsere Leute. Ich wünschte, ich hätte sie früher beschaffen können, bevor du zur Jagd aufgebrochen bist. Vor allem, weil die Verantwortung als älterer Bruder bei mir lag und nicht bei dir. Aber du warst ja schon immer so stur wie der Rest unserer Familie. Die Sachen kommen von Trinity. Dieser geheimen Gruppe von Fremden, von der ich dir erzählt habe. Sie haben mir mehr davon versprochen. Aber zuvor muss ich etwas für sie erledigen. Du findest mich im alten Dorf, hinter dem Tor, das zum Schutz der Einwohner vor dem Roten Pilz errichtet wurde. Amaru. Das ist dann Station Nummer 3. Du findest mich im alten Dorf hinter dem Tor, das zum Schutz der Einwohner vor dem Roten Pilz errichtet wurde. Was immer das Geheimnis des Verschlüsselungsrats ist, es geht sicher nicht um den aktuellen Konflikt. Es ist älter und viel persönlicher. Mit etwas Glück finde ich die Erklärung im alten Dorf. Wie toll sie da stand. Die eine Kurbel ist immer noch komisch. Dieser eine Knauf da mit Seil drum. Welches ist denn das alte Dorf? Erstmal mitten durchs Beet trampeln. Um es etwas einfacher zu machen, gehe ich erstmal zu dem, der bisher immer Bescheid wusste. Die Händlerin ist hier wieder, hier ist wieder das Getrommel. Die denken sich auch hier, ach, die rollt die Treppe hoch. Sie ist ja lustig drauf. Halt. Bin falsch abgebogen. Hier ging's hoch. Meine Bären. Cabella Gubin Balwinik. Ups. Nee, er will's gar nicht mehr reden. Nur dann halt nicht.
Das alte Dorf, ist das da hinten am Wasser? Ich meine, da waren wir jetzt noch gar nicht. Und wenn es schon vier Richtungen sind, die wir gehen müssen, dann gehen wir auch in vier Ecken hier. In Paititi, glaube ich. Wir waren noch nicht da, wir waren noch nicht da. Was für ein Flug. Können wir ab. Na, sowas von. Das sieht doch alt heruntergekommen aus. Das muss doch das alte Dorf sein. Meins. Rupf. Hier war schon jemand. Vergangenheits-Ich. Was macht ihr eigentlich? Das Dachspringen ist auch nicht drin. Mit denen haben wir auch schon mal gesprochen, meine ich. Akzeptieren Kinderautoritäten da, wo du herkommst, die Schick? Das gehört wohl einfach dazu. Grenzen austesten. Sind sie in Gefahr? Nein. Die Wachen drohen, aber als sie jung waren, haben sie auch Steine geworfen. Hakan! Wie kannst du so etwas von Aron verlangen? Was hätte ich tun sollen? Selbst gehen? Wie lange würde es dauern, bis mein Kopf die Stufen von der Oberstadt herunterrollt? Na, daran bist du ganz alleine schuld. Hör auf, das Missionsgeber Hakan gibt eine Mission. Auch interessant. Jetzt gucke ich doch mal da oben. Nee, da war bloß Erz. Zum Wasser den Weg hoch, okay, am Bewässerungssystem vorbei nach links hoch. Total falsch bin ich. Aron kennt sich dort aus. Aber ich habe halt das hier vermutet, weil das ziemlich alt aussieht, älter als der Kram da vorne. Weil das sind einfach bloß Holz- und Strohhütten und da hinten sind immerhin Steine hier, Steine dabei. Das ist der Übergang zwischen, ich sag mal, alt und neues Dorf. Zumindest das, was ich als altes Dorf vermutet habe, aber war nicht so. So. Der will nicht schwätzen. Hier wird auch gespeichert. Mann, sind wir denn langsam. Die hätten den Weg auch asphaltieren können. Ist das hier schon richtig? So, das war wieder eine waagerechte Spalte und da sind wir anders durch als durch die letzte. Hier ist wieder Schlamm, Moment. Ich glaube, damit sind wir immer noch ein Stück schneller gewesen, wie sie da durchläuft. Ah, hier wo wir angekommen sind, stimmt, das ist auch alt. Ja, okay. Sogar so alt, dass hier niemand mehr lebt und total runtergekommen ist. Hier haben wir Ätzli getroffen und Anschluss gefunden. Schön, dass hier in dieser Ecke dann auch mehr los ist. Nochmal durch so ein Grab. Woher haben wir bloß Ätzli getroffen, dann ging es schon weiter. Und hier haben wir irgendwie nochmal einen Seilpfeil, glaube ich, angewandt irgendwo. Da hinten ist was zum Streicheln. Auch streicheln. Will nicht gestreichelt werden. Hey, Streicheltier, wo bist du? Rennt einfach weg. Gelbe Bären sieht man auch nicht oft.
nichts anderes Interessantes zu entdecken. Dann rüber. Nicht, dass es wieder ein Grab ist. Ich glaube, wir hätten da im alten Dorf wieder was suchen müssen. Ja. Streicheln. Nicht wegrennen, streicheln lassen. Wir können da nicht rein, wo es reingerannt ist. Mann, dabei ist es viel dicker als wir. Hier führt eine Treppe hoch. Ach, das war ein Fell. Ich dachte, hier geht's rein. Nein. Ich wollte das Fell mitnehmen. Schon. Abrupf. Ich glaube, hier oben waren wir schon mal. Hat wieder nicht funktioniert, schade. Links von uns. Da oben ist was zu sehen. Was sieht aus? Schön, dass Licht hier wieder reinscheint. Da vielleicht ein Seil? Ja, ein Seil rüberspannen, okay. Hätte ich mal eher machen sollen. Kam ich gar nicht mehr auf den Trichter, dass ich hier einfach eh gedrückt halten kann. Bricht eines Speers. Ich habe den Ort gefunden. Er ist verborgen und schwer zugänglich. Wir scheinen dort sicher vor den Fremden zu sein, die uns in die Sklaverei zwingen wollen. Klingt nach einem Versteck. Passt dann zu Amaro und Sairi. Jetzt sind wir bloß hier oben. Toll. Das war die Archivarkarte. Neuen Hinweis haben wir jetzt noch nicht gefunden. Nein, ich will in die andere Richtung. Moment, wie ging das nochmal? Shift oder? Nee. Steuerung? Mich auch fallen lassen, aber nein. Das ist ja immer noch da. Wollt ihr mich verarschen? Bei der Archivarkarte. Links davon. Vorsicht, nicht die Beine aufscheuern. Ach, hier angucken. Okay. Ja. Grab betreten, ja. War aber wirklich sehr gut versteckt. Ohne nochmal auf die Karte gucken, hätte ich es so einfach nicht gefunden. Dem Pfad folgen, den Amaro genommen hat.
Diesmal keine Schlucht, aber das Licht scheint wieder schön durch die Baumkronen. Boah, dieses Rot. Pilze. Das sieht aus. Ein Eintopf. Nun gut, dann schauen wir mal, wie schön das hier noch weiter aussehen wird. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.